So, meine Lieben, erstmal kippt es hier um und dann sag ich mal Hallo. Und zwar zu einem Haul, ja, würde ich sagen, ich hasse eigentlich das Wort Haul, um mal ehrlich zu sein, weil Haul, was ist das für ein Wort? Aber da das ja so umgangssprachlich in the world of the World Wide Web ist, nehme ich das natürlich mit. Auf jeden Fall habe ich einen zusammenfassenden Einkauf von den letzten 2 Monaten. Irgendwie hatte ich nicht mehr wirklich was gezeigt, außer ich glaube, das letzte in die Richtung waren die Sachen, die ich mir von Valentin gekauft habe zum Geburtstag, von meinem Mann bekommen habe. Ich glaube, das war es dann auch wirklich. Ich habe aber jetzt echt in alle Sparten, was ich so die letzten 2 Monate gekauft habe, also ein bisschen Klamotti, ein bisschen Accessoires, besser gesagt, und ein bisschen was für zu Hause. Und natürlich viel Beauty und Pflege, beziehungsweise eher Pflege als Kosmetik, beziehungsweise dekorative Kosmetik, weil irgendwie hat mich nicht so viel gereizt. Aber man hatte die Kuckerlis offen. Das erste, was ich unbedingt, unbedingt zeigen muss, ist eine Kerze. Es hat mich noch nie eine so richtig BÄM überzeugt, aber da war dieses Mal schon das Design alleine sehr, sehr geil. Und ja, ich zeig dir euch einfach mal, das ist die aktuelle Yankee Candle Ostergeschichte und zwar Bunny Cake. Bunny Cake, ist das Häschen nicht so süß? Musste ich gestern gleich Karotten essen. Was für ein Scheiß, ey. Oh, und die riecht so göttlich. So, also es gibt ja, was weiß ich, Erdbeer-Buttercreme und was nicht alles so als Yankee-Candle-Düfte und überhaupt und Marshmallow und was weiß ich, Cotton-Candy und was da alles so vertrieben wird in der großen, weiten Welt. Aber das, genau so stelle ich mir eine Buttercreme auf einem Kuchen vor. Das ist, glaube ich, beschrieben als irgendwas mit Kokosnuss, sanfte Vanille und einen Schuss Zitrus oder so. Oh, der riecht einfach nur süß, wie Marshmallows, wie Zucker, wie cremig. Boah. Also wären die Scheißdinger nicht so teuer, hätte ich mir eine zweite gekauft. Aber ich werde jetzt damit vorlieb nehmen. Ich glaube, da müsst ihr euch auch ein bisschen beeilen, falls jemand noch so ein Yankee-Candle-Süchtling ist. Die sind nur limitiert zu Ostern. Musste ich auf jeden Fall zeigen, finde ich richtig geil. Dann habe ich mir mal einen neuen Halsbehang gekauft. Keine Kette, sondern einen Schal. Wie ihr seht, ich liebe Schals. Ich habe aber auch jetzt einen an, weil ich andauernd hier so ein Kratzen im Hals habe. Und ich habe mir auch eine Jacke übergeworfen, weil mir auch immer kalt ist. Manchmal schwitzi, manchmal kalti. Ja, und ich trage eigentlich nur so, also auch wo ich hauptsächlich meine Bekleidung kaufe, ist meistens so Vero Moda Only und halt diese Pieces Tücher. Also das hier ist jetzt mal ein Only, fand ich aber auch saugeil. Hab aber eigentlich hauptsächlich Pieces Tücher. Und zwar ist das so eins, das hat so mehrere Abteilungen. Hier ist so ein, das ist eigentlich, es wirkt jetzt orange, aber es ist eigentlich so ein Pink. Genau wie das ist auch ein Pink. Und dann kommen da mehrere Abteilungen. Hier kommt dann so Neongrün. Hier sind so Eisbären drauf. Und ja, das geht dann weiter mit diesen bunten Farben. Also das ist auch so ein, kann man auch so fluffy umlegen und hat dann viel Neon, Leo und was hast du nicht gesehen. Also richtig geiles Teil und vor allen Dingen auch, jetzt reiße ich aber die Blume um, riesengroß, echt sau cool gemacht, hat mir direkt gefallen. Musste ich mir kaufen. Dann habe ich mir nach Ewigkeiten endlich mal eine Handtasche gefunden, wo ich sage, die gefällt mir jetzt wirklich mal. Dann ist ja das Problem mit dem Gefallen, also mein Mann hat einen sehr guten Geschmack, finde ich. Und ich mag seinen Geschmack auch. Aber den zu treffen und da immer was Passendes zu finden, ist schwierig. Ich, und da werden vielleicht manche von euch lachen, aber legt da viel Wert darauf, dass mein Mann das, was ich trage, benutze oder die Art, wie ich mich schminke, auch schön findet, weil ich will ihm ja gefallen, ne? Nicht, dass ich da jetzt meine Bedürfnisse ganz zurückstelle,
Aber mir ist das schon wirklich wichtig, dass mein Mann nicht denkt, boah, nee, wir retten die Alte jetzt da draußen rum. Und da fand ich das richtig geil, dass der die Tasche auch gleich toll fand. Und zwar ist das diese hier, das ist so eine puderfarbene. Die hat hier so eine Henkels und was ich cool finde und ich früher immer gehasst habe, hat auch einen Schultergurt. Ja. Die finde ich richtig klasse, die ist auch richtig schön groß und hat mir richtig gut gefallen. 30 Euro beim H&M. Ich weiß zwar kaum noch Preise, aber das weiß ich, weil ich die noch gar nicht lange habe. Und weil es wirklich eine Seltenheit ist, ich stelle die mal hier ab, wenn mir mal eine Handtasche gefällt. Und deswegen habe ich die mir geholt, weil die zwei, Mann, die zwei, die ich da habe, kann ich irgendwie nicht leiden. Passend dazu habe ich mir eben eBay ergattert, aber eigentlich ist das Primark. Hier so ein neuen Geldbörse hier kauft. Ja, die habe ich mir da passend dazu gegönnt. Und das war es auch schon so in die Accessoire. In die Accessoire-Richtung. Nicht viel, aber mir gefällt doch echt selten was, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, dann kommen wir ja mal zu der Geschichte, die wohl die meisten interessiert und wo dann auch wirklich nachgefragt wurde. Ich wusste nicht, wollt ihr noch Hauls sehen, wollt ihr keine sehen? Ich habe das Zeug einfach meistens gekauft und in die Ecke mitflutschen lassen. Und ja, da aber auf Nachfragen einige dafür offen waren, habe ich mir gedacht, sagen wir das mal. Also, zuerst, ich muss jetzt nur immer mal dahinter gucken, um ein bisschen zu sortieren, hätte ich Drogerie im Angebot. DM. Und zwar habe ich mir gekauft, die Leute, die mich kennen, wissen, ich stehe total auf diesen L'Oreal Superliner. Und ich habe mir, und wollte ich schon ewig, und den habe ich mir dann doch irgendwann mal gegönnt, einen in Braun gekauft. Ich habe den auch gerade drauf, in Braun. Wenn es mal so ein bisschen softer sein soll, also jetzt nicht so dieses krasse Boom-Schwarz, habe ich hier Braun. Ich habe auch einen braunen Kajal dazu. Den zeige ich euch auch. Leider ist zwar schon ein bisschen verschmiert, weil ich habe durch die Kälte draußen ein bisschen geheult. Aber ja, das ist der in Brun, also Braun. Und ja, ist halt diese schöne Spitze. Ich mag den wirklich gerne. Und ist auch wirklich ein sehr schönes, recht dunkles Braun. Fand ich richtig cool. Wollte immer mal einen Braun haben. Und muss ganz ehrlich sagen, dass ich in letzter Zeit fast nur noch zu dem Braunen greife und nicht mehr zu dem Schwarzen. Nicht unbedingt, weil er neu ist, sondern weil ich einfach finde, dass es ein bisschen softer wirkt. Also finde ich echt gut. Ich werde hier langweilig, ne? Dann habe ich aus dem DM noch mir ein Rasiergel gekauft. Und zwar dieses neue Gillette Setting Care mit einem Hauch von Olas. Mit einem Hauch von Olas und Shea Butter, speziell für trockene Haut entwickelt. Ich habe keine trockene Haut, aber ich nehme meistens sensitiv oder so, weil ich das besser finde. Ich habe den heute Morgen auch mal ein bisschen ausprobiert. Und hier gefällt mir auch der Geruch. Das ist einfach der ganz normale Standardgeruch, den man irgendwie von diesem Gillette-Zeugs kennt. Ich hatte auch früher, ich glaube, der hieß sogar direkt Venus zu diesem Venus-Rasierer, das Gel. Und ich mag das eigentlich am meisten. Die hatten, glaube ich, auch noch ein anderes. Das war, glaube ich, ungefähr 1 € billiger. Ich glaube, hier, das war 3 € und ein paar zerknödelte. War leider zwar das teuerste, aber ich dachte, ich probiere das mal aus und diese Gels halten einfach ewig, weil man braucht da wirklich sehr, sehr wenig. Und dann, wisst ihr ja, benutze ich Deo Sticks. Ich habe hier mal eine ganze Zeit lang diese Rexona Maximum Dinger, da aber wurde mir ja zu Anfang der Schwangerschaft schlecht und ich mag da jetzt auch einfach nicht mehr rangehen. Dann habe ich mal den Dove ausprobiert, den mochte ich auch nicht. Und dann habe ich ja jetzt den Tommy Hilfiger Girl da. Aber irgendwie, ja, weiß nicht, denke ich mir trotzdem so an die 30 € für so einen blöden Deo-Stick, das weiß nicht. Für ein Deodorant-Spray gebe ich ja noch gerne ein bisschen mehr aus, weil das benutzt man ab und zu mal. Je nachdem riechen die auch sehr intensiv und weiß nicht, aber dieser Stick, der ist ja, weiß nicht. Ich dachte, ich probiere einfach halt mal noch was Billiges aus. Und habe mich dann entschieden für ein Nivea Invisible Black and White. Ich dachte mir, nehme ich den mal mit und ich habe den jetzt noch nicht ausprobiert, aber vom Geruch ist der sehr neutral, bisschen blumig, also finde ich jetzt so auf den ersten Eindruck nicht schlecht und wenn er dasselbe kann und man da genauso wenig schwitzt oder mal müffelt,
Dann werde ich auch den weiternehmen. Ja, das war das. Dann habe ich bei Zoeva bestellt. Das ist auch alles schon ein bisschen her, also manche Sachen habe ich sogar schon aufgebraucht, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall das meiste schon angefangen, weil ich weiß nicht, war mir einfach nicht sicher, ob ihr das überhaupt noch sehen wollt. Deswegen, ja, habe ich bei Zoeva bestellt drei dieser Graphic Eyes, Graphic Eyes Kajals. Und einfach nur, weil ich die Hoffnung hatte, dass sie so ein bisschen an die MAC Intense Pearl Clyde Dinger da rankommen. Und definitiv, ja, das tun sie. Und kosten halt nur 5,20 € anstatt 17, 18 Euro. Und dann hat sich das mit MAC für mich eigentlich erledigt, weil ich benutze die wirklich extrem viel. Und die gehen mir auch gut weg. Zum Beispiel der Black Swan, der ist fast leer. Und den hätte ich auch wieder gekauft, muss ich ehrlich sagen, den hätte ich wieder gekauft. Aber wenn ich ihn jetzt für 5 € das gleiche kriege, nehmen wir doch das. Und zwar habe ich als erste Farbe den Close to Heaven. Das ist so ein lila Fliederton mit so ein bisschen bläulichem Schimmer. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, was ich mir dabei gedacht habe, weiß ich nicht. Ich habe den einmal benutzt, muss aber ehrlich sagen, ich glaube, das ist nichts für mich. Der ist wirklich schön. Der schimmert auch, sieht man auch hier sehr, sehr schön. Die halten toll, auch wenn es umstritten ist, Wasserlinie ja oder nein. Also ich kann sie da auf jeden Fall tragen. Aber irgendwie, so schön die Farbe ist. Aber die passt leider nicht zu mir. Also die werde ich wohl ausrangieren. Aber irgendwie musste ich sie halt einfach haben, ne? Aber ich finde die auch schön, aber mir stehen so lila Töne einfach irgendwie nicht. Dann, den ich jetzt auch drauf habe und den ich super, super gerne benutze, ist der Rock'n'Roll Bright. Das ist so ein Braun mit rotem Glitzer drin. Finde ich richtig cool. Man sieht auch, der ist schon abgenuckelt. Da ist er. Hier, ne? Den roten Glitzer sehen wir jetzt natürlich leider nicht so. Aber wirklich ganz feiner roter Glitzer. Ich muss mal gucken. Ich habe, glaube ich, einen Blog schon dazu geschrieben. Da müsste man den roten Glitzer sehen. Verlinke ich meine Infobox, falls ich den Blog auch wirklich geschrieben habe darüber. Ich meine aber ja, da könnt ihr mal gucken. Also wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Farbe. Finde ich richtig geil. Gefällt mir super gut. Und dann habe ich mir noch geholt, weil ich mir dachte, wenn die so cremig sind wie diese MAC-Stifte, könnte ich ja vielleicht endlich mal einen hellen für die Wasserlinie finden. Und müsste nicht immer Gel-Eyeliner nehmen, den ich außerdem auch von Zoeva nehme. Ich glaube, Swan oder White Swan oder wie auch immer der heißt. Ja, dann habe ich nämlich diesen Nude Reflection geholt. Dachte ich, vielleicht ist das ein schöner, natürlicher für auf die Wasserlinie. Ist aber doch mehr so mauvig und genau doch nicht das, was ich gesucht habe. Kann man zwar auch mal schön benutzen. Hier, der ist recht schimmrig. Erinnert, glaube ich, auch so ein bisschen an diesen Club. Obwohl, der hat so einen grünlichen Schimmer, ne? Auf jeden Fall ist das hier so ein bisschen metallic und war dann leider nicht das, was ich für die Wasserlinie gesucht habe. Aber ja, ich dachte, bei Nude ist er halt nudiger. Aber der ist mir mehr schon zu bräunlich. Aber der dunkelbraune, den finde ich auf jeden Fall geil. Das ist mehr so mein Ding. Die anderen zwei Farben nicht so, aber mir ging es eigentlich mehr einfach mal um zu gucken, wie ist so die Qualität. Optimal, MAC ist abgeschrieben. Ne? Dann habe ich noch einen Mini-Winnie-Einkauf von Douglas. Und zwar, oh nein, ich habe den Nagellack vergessen. Aber das werdet ihr mir verzeihen. Da kann ich euch auch noch einen Blogpost zu verlinken, zu den ganzen Sachen. Ich mochte aber nicht alles davon, deswegen habe ich nur mir den Nagellack und den Blush behalten. Und zwar ist das von der aktuellen Spring Edition von Lancôme, der Blush in Love. Ich habe die Nummer 10. Vorlesen tue ich das jetzt nicht. Irgendwie wisst ihr ja, ich und meine Kenntnisse. Was ich auch cool finde, hier ist ein Spiegel drin, den kann man rausziehen. Warum auch immer, aber finde ich toll. Leider muss ich sagen, habe ich den schon sehr gerne benutzt. Deswegen ist er nicht mehr ganz so schön. Und die Schrift ist auch schon ein bisschen weg. Ich trage den auch gerade ganz natürlich, ganz easy. Finde ich richtig schön. Ich stehe voll da drauf. Ich mische das immer.
weil so einzeln da rumpödeln, das ist nicht so meins. Also wirklich ein ganz dezenter Blush. Und boah, einfach verliebt, ich benutze den nur noch. Ganz, wirklich, ganz, ganz dezent. Das Licht hier ist natürlich jetzt brutalstens Kacke, ne? Aber wirklich ein ganz dezenter, leicht pfirsichfarben durch das Helle in der Mitte. Ja, den finde ich richtig klasse. Natürlich jetzt auch kein Tuch zum Abputzen hier, ich Trottel. Ja, auf jeden Fall wirklich ein schöner, ganz dezenter. Also man möchte jetzt meinen, der wäre schlecht pigmentiert, ist aber nicht. Mein Licht ist einfach nur scheiße. Na, so denke ich, kommt da am besten. Das ist wirklich ganz dezent. Und gut. Scheiß Licht. Jetzt ist es zu weit weg. Egal. Also wirklich ein ganz dezenter, schöner Ton. Bin ich mega verliebt drin. Denne habe ich, das habe ich bei der Christine Valeska, oder wie nennt sie sich jetzt? Das war mal Tine Netzmann. Gesehen bei dem letzten, einem der letzten Videos, glaube ich. Und zwar suche ich einen auf der Wasserlinie tragbaren hellen. Es muss noch nicht mal weiß sein. Also ein cremiger Ton wäre mir echt schon recht. Und da habe ich gesehen, wie sie da einen aufgetragen hat. Und der hatte mir eigentlich echt gut gefallen. Den habe ich mir gleich gekauft. Und zwar ist der von Isadora, der Inliner Kajal in 56 Blond. Ich habe den jetzt einmal auf der Hand geswatcht. Das ist auch wirklich so ein schöner Nude-Ton. Beim Swatchen kommt er mir echt hart vor. Wenn man hier mal guckt. Also im Prinzip von der Farbe her wäre es ja perfekt und genau das, was ich mir vorstelle. Auf dem Auge habe ich jetzt gerade noch das dunkle Zeug, deswegen habe ich den noch nicht getestet. Er ist auch gerade erst gekommen. Aber ich hoffe, dass er innen wirklich tragbar ist, weil dann wäre es ideal. Der hat, glaube ich, 6 oder 9,95 € gekostet. Okay, damit könnte ich leben. Auf jeden Fall. Und deswegen, ja, probieren wir mal aus. Der erste Eindruck ist so lala, aber wenn er wirklich auf der Wasserlinie funktioniert, dann wäre ich glücklich und würde nicht weitersuchen. Ich habe damals in Armani, gab es glaube ich auch in Weiß oder Creme, weil die ja so super toll cremig sein sollten, wollte ich den unbedingt haben. Aber leider habe ich ihn nie abgekriegt, weil er dann, ich glaube, auf dem deutschen Markt aus dem Sortiment genommen wurde. Dann habe ich des Öfteren auf YouTube, gerade bei dem US-sprachigen, US-Raum, US-sprachigen, naja, bei den Ami-Girls, immer wieder diesen NYX-Mega-Shine-Gloss gesehen. In der Farbe Crystal Soda. Die haben den immer wieder, das soll erinnern an einen von MAC, aber soll trotzdem besser sein, sogar von der Qualität her besser sein. Deswegen dachte ich, nehme ich den mal mit. Ich glaube, der war 6, 7, 8,95 €, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier schon mal ein Minuspunkt für mich, aber ich würde ja drüber hinwegsehen, wenn er wirklich toll ist und sich schön auftragen lässt, dass es ein Schwämmchen-Applikator ist. Ich hasse Schwämmchen. Ich nehme eigentlich grundsätzlich nur Pinsel und bevor ich mich für eine neue Firma entscheide, wo ich sage, oh, die könnte ich auch mal ausprobieren, weil ich eigentlich meine zwei Lieblinge gefunden habe, Dior und Sisley, gucke ich immer erstmal, haben die einen Pinsel. Haben aber jetzt trotzdem mal mitgenommen, weil der toll sein soll. Ich mag auch diesen Kirschegeruch, obwohl der ein bisschen chemisch ist. Finde ich gut. Und ja, der Gloss lässt sich schön rausnehmen. Also es kommt relativ viel raus. Ja, jetzt gehe ich schon zum 15. Mal da rein. Ja, also auf jeden Fall würde es reichen, aber man sieht auf meiner scheiß Haut nichts. Ja. Mir gefällt, das wird die Kamera jetzt natürlich auch nicht bringen, dass der ganz zarten, feinen Glitter drin hat. Nee, natürlich sagt er nicht. Das ist so ein schöner champagnerfarbener Glitter, würde ich sagen. Also wirklich ein schöner Glitzer, gefällt mir toll. Also wäre wirklich ideal. So von der Farbe her finde ich den bombastisch. Muss dann halt nur mal austesten, wie die ganze Geschichte auf den Lippen ist. Des Weiteren, auch von NYX, habe ich mir dann noch einen Black Label Lipstick gekauft. Ich hatte schon mal tonnenweise davon. Aber irgendwie waren alle Farben nicht so das Richtige für mich. Ich habe mich jetzt mal für die Farbe India entschieden. Da bin ich auch bei den Ami Ladies aufmerksam drauf geworden. Die Farbe hat mir echt super toll gefallen. Und passt auch schön zu dem Gloss. Das ist ja dann recht cremiger Ton mit ein bisschen Pinky.
Und so auf der Hand gefällt er mir schon mal sehr gut. Und ja, ich werde da mal gucken, den zu testen. Das ist dieser hier. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, gerade jetzt so im Sommer. Und ich bin ja eben ein bisschen so ein braunerer Typ. Deswegen wollte ich dringend noch so eine Farbe haben. Ich finde die wirklich schön. Ich glaube, die waren auch so 6, 7, 8,95 €. Ich kann mir die Preise nicht so gut merken. Ich Trottel hätte ja können die Rechnung mitnehmen, aber egal. Also finde ich wirklich schön. Man sieht, bei mir ist eigentlich alles, die zwei scheiden aus, die kommen weg. Das ist überhaupt nicht so mein Ding. Aber ansonsten mag ich es eher so die Augen so ein bisschen dunkler und neutral und dann an den Lippen gerne jetzt sowas cremig, peachig, pinkes, schön soft. Perfekt. Find ich supi. Bin gespannt, wie sich das so verhält auf den Lippen. Dachte ich mir, wenn die Ami-Ladies da so von schwärmen, werde ich da auch nochmal eine Chance geben. Es muss ja nicht immer Yves Saint Laurent oder sonst was sein, wenn die auch toll sind und schön halten und schön cremig sind. Why not? Gut, dann habe ich bei Lush ein paar Kleinigkeiten gekauft. Leider ein paar Badesachen auch schon verpulvert. Aber ich sortiere das mal hier raus. Und zwar. Moment. Ich weiß, Organisation ist alles, aber ich habe gar nicht viel Platz zum Organisieren. Deswegen muss ich das immer, wenn es akut wird, rausholen. So, also. Ich habe bei Lush bestellt und auch über die liebe Monika was abgegriffen in noch, sogar noch von diesem 50% Weihnachtszeug. Wo fangen wir denn an? Ja, zuallererst bei meiner Haarspülung. Da habe ich mir wieder das American Cream geholt, direkt wieder die große Flasche, fehlt schon einiges. Habe aber auch 100 Milliliter für meine Kliniktasche abgefüllt und ja, was soll man sagen? Ich bin damals, habe ich das ein bisschen benutzt, wo ich noch silikonhaltige Sachen benutzt habe und da war einfach der Vergleich zu krass von diesen, was eine silikonhaltige Spülung bewirkt hat und was so eine Spülung bewirkt. Da sind einfach Welten und man kann es nicht vergleichen. Aber jetzt, wo ich sowieso nur noch silikonfreie Sachen benutze, ist es einfach optimal. Reicht mir, kann ich nichts drüber meckern und ja, der Geruch, finde den einfach geil. Das ist mit eins der ersten Lush-Gerüche, den ich jemals wahrgenommen habe und weiß nicht, das ist immer wieder schön, das zu riechen und das hält bei mir ewig in den Haaren. Wenn ich die, ich mache meistens, dass ich die Haare wasche, einen Tag Pause mache dazwischen, dass ich nicht jeden Tag die Haare wasche und dann wieder wasche und bis zum nächsten Waschen riechen die noch original danach. Obwohl ich danach noch Haarcreme benutze mit einem anderen Geruch. Also von daher ideal, magisch und dabei bleibe ich dann halt auch. Dann habe ich ja gesagt bei meinem Aufgebraucht-Video, dass ich mit diesen Wolkenseifen-Peelings nicht so zufrieden war. Und habe mir dann wieder mein Bubblegum Lip Scrub von Lush gekauft. Das ist einfach, das riecht von Anfang bis Ende top. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Die Pflege passt, der Geruch stimmt immer, der Geschmack stimmt immer. Also das kann man auch mal von den Lippen schleckern. Das ist wunderbar. Es ist auch noch schön pink. Der Geruch ist lecker, so Snow Fairy mäßig. Also, warum ich was anderes ausprobiert habe, könnte mal nachspeisen. Aber das ist auch so ein All-Time-Favor. Dann, habt ihr ja gesehen, ist mein Butchi leer und ich mag aber gerne Lush-Gesichtsreiniger und der Let the Good Times Roll, der jetzt zu Weihnachten auch neu kam, der durfte ja bleiben, also habe ich dann den genommen, aus dem Grund, weil ich halt was Peelendes gerne möchte ab und zu und den habe ich jetzt auch schon halber leer und ich mag den wirklich gerne, der Geruch ist echt nicht so mein Ding, aber der Peeling-Effekt ist sehr, sehr schön und die Haut wird auch sehr zart danach. Also das ist wirklich toll. Den benutze ich so alle 2 Tage mal. Nicht jeden Tag, aber so zwischendrin. Und ja, finde ich super und werde dann bis Weihnachten auch den nehmen. Und wenn dann mein Butchi kommt, nehme ich den wieder. Und ansonsten bleibe ich dabei. Finde ich ja jetzt gut, dass im Standardsortiment auch ein Gesichtsreiniger ist. Balasch, der mir gefällt, weil die anderen mag ich nicht. Die riechen mir zu kräutrig, öko und sind nicht so schön wie der. Dann habe ich mir von den Valentinssachen den The Kiss Lipgloss gekauft. Weil ich aber auch ehrlich gesagt dachte, dass der ein bisschen glossiger ist. Ist er aber nicht. Der hat eigentlich, wie man sieht,
eine relativ feste Konsistenz. Der soll auch so ein bisschen nach Mandarinen und Mandeln oder so riechen. Aber der riecht für mich, boah Leute, ey, der riecht für mich original wie diese Süßigkeitengeschäfte, wo du Gummibärchen, Bonbons, alles kriegst und immer so eine bunten Tüten machen kannst. Oder bei uns hier auf der Messe steht da auch so ein Haribo-Wagen mit den ganzen Schnuckels, wo du dir dann deine Tüte mischen kannst. Und das machen wir jedes Jahr. Und ich liebe es. Und genauso riecht das nach Kindheitserinnerungen, nach Lutschern, nach Bonbons, nach früher und den. Der ist schon ein bisschen glossiger, würde ich jetzt nicht sagen, ein bisschen glänzender als die normalen Lip Balms, aber man kann es nicht glossy nennen. Ist aber wirklich ganz leicht und klebt absolut nicht auf den Lippen, deswegen finde ich den wirklich super toll und deswegen kommt er auch ganz schnell wieder in mein Krankenhaustäschchen, dass ich den dann damit habe. Finde ich klasse. Und dann habe ich noch, oh Gott, Leute. Ich habe es so geliebt, ich hatte es aber trotzdem Ewigkeiten nicht, bestimmt 1,5 Jahre nicht, oder fast 2 schon, keine Ahnung. Und zwar ist das das The Olive Branch Duschgel, dieses Zwei-Phasen-Duschgel. Und ich habe den Geruch echt vergessen. Aber ich liebe ihn und das ist für mich auch so ein typischer Laschgeruch. Der wurde mir mal ein bisschen madig geredet, weil man kann auch ein bisschen was Rauchiges rein interpretieren. Aber auch nur, wenn man dran denkt. Ansonsten riecht er wirklich sehr angenehm, kuschelig, wuschelig. Mag ich sehr, sehr gerne. Dann auch ein absoluter Dauerbrenner von mir bei Lush ist ein Schaumbad. Den hole ich mir auch immer mal wieder. Und zwar ist das. Der Komforter. Und dieser Brombeer-Whatever-Geruch da. Boah, der ist echt geil. Den mag ich. Das ist doch ein ordentlicher Fatzen, wenn man mal den Kopf daneben hält. Komforter mag ich gerne. So leicht fruchtig. Findet sogar mein Mann nicht schlecht, obwohl der Lars das ganz Gewöhnse hasst. Das heißt schon was. Ja, das finde ich auch supi. Und dann noch von den Weihnachtssachen, wie gesagt, eins habe ich schon verpulvert, habe ich hier noch, und zwar So White, die Badekugel mit Apfelduft. Weiß gar nicht, ob ich das schon mal hatte. Klein ist er nicht. Das ist hier dieser Bollen. Sehr angenehm. Gefällt. Huch, Staub. Den habe ich. Schmecken tut nicht so gut. So white. Wie gesagt, ich glaube, das war auch alles 50% billiger. Deswegen habe ich mal das hier geholt. Ich bin mir sonst eigentlich zu geizig dafür. Und dann habe ich hier noch den Party Popper. Der ist schon leicht angebröselt. Und so ist das hier dieses Spitzchen. Riecht recht wenig, aber wollen wir mal kicken. Stimmungskanone, Farbspuren in der Badewanne. Knisterbrause, Prickel, Seifenpapier, Seifenflocken, Honigmelone. Kicken wir mal. Das war das. Man muss ja alles mal ausprobieren. Wie gesagt, Badesachen kaufe ich hauptsächlich, wenn sie verbilligt sind, weil es mir einfach echt zu teuer ist. Und ja, das war meine Beute von Lush. Das war ja noch nicht alles. Jetzt machen wir mal ein bisschen Platz. Dann habe ich noch Hey Mountain ein paar Sachen. Neu. Und zwar, erstmal habe ich mir zwei Produkte, drei Produkte nachgekauft. Und zwar zum einen das My Sweet Valentine Sugar Scrub. Weil, ja, die Standard-Peelings sind immer nicht so ganz meins. Deswegen habe ich mir da lieber noch mal eins geholt. Das riecht so schön nach Himbeer. Könnt ihr mal kicken hier. Sieht doch aus wie so ein Curry, aber ihr wisst, ich immer gehen. Ich bin so bescheuert, ey. Egal. Sieht aus wie ein Sorbet von Himbeer. Und es riecht auch so. Wirklich super lecker. Ist schon recht süß, muss man sagen. Riecht wie die Joghurtgums. Echt lecker. Aber ich glaube, das ist ein Geruch. Ich glaube, wenn ich die zwei Dosen leer habe, vielleicht auch schon nach einer, man weiß es nicht, kann man den Geruch auch etwas überhaben.
Aus ebenfalls der Valentinsserie und auch nochmal nachgekauft, habe ich die The Trouble With Me Is You Hair Cream, die nach Himbeer-Erdbeer-Aprikose riecht. Die habe ich auch nochmal auf Halde gekauft, weil der Geruch mir sehr gut gefällt und auch da die Standard-Haarcreme dürfte nicht so ganz meins sein. Und noch ein Nachkaufprodukt, beziehungsweise Backup, ist die Raspberry Face Mask, auch Himbeer, auch Valentin, auch limitiert. Und vor allen Dingen, die gibt es auch schon nicht mehr, weißt du Bescheid. Die ist leider fort. Und auch da, ach, schöner, frischer Himbeerduft. Ich glaube, an der sich satt zu riechen, wird schwer für mich, weil der nicht so süß ist, sondern mehr so herb. Dann auch noch von Valentin habe ich mir die Going to Ibiza Cold Cream gekauft. Habe ich euch ja bei dem Aufbruchvideo auch schon erzählt, dass die Probe mich so scharf gemacht hat, dass ich die schon gekauft habe. Wurde auch schon benutzt. Und riecht sehr, sehr lecker. Mag ich sehr gerne. Auch diese leider nicht mehr zu bekommen. Die anderen zwei Sachen aber schon. Und noch ein Valentinsprodukt. Auch von dem Mountain ist das Share Your Love Solid Bath Oil. Was auch nach Himbeeren, Äpfeln und Aprikose riecht. Tut es auch. Auch da bin ich mal gespannt. So ein Bartöl hatte ich erst eins, glaube ich. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Und noch ein Valentinstagsprodukt. Einen Lippenbalsam. Und zwar den Himbeergöschle Lippbalm. Der ist so ein bisschen Glitzer soll da drin sein. Habe ich noch nicht gefunden, aber habe ihn auch noch nicht ausprobiert. Und soll die Lippen auch so ein bisschen eintönen, glaube ich. Aber wichtig ist der leckere Himbeergeruch. Und der ist da, deswegen wollte ich ihn noch haben. Da ich im Moment voll auf Lippenbalsams abfahre. Dann, ebenfalls aus der Valentinssache, habe ich noch zwei. Beziehungsweise die jetzt zu Valentinstag neu erschienen sind. Ob die danach aus dem Sortiment gehen, weiß ich nicht. Hab mir nämlich da noch das Wally de Mai Solid Perfume gekauft. Ich benutze es ja mal als Haarspitzenöl. Und da das so ein schöner, leichter, tropischer, blumiger Duft ist, dachte ich, eignet sich das perfekt für Frühling und Sommer. Deswegen habe ich das mal mitgenommen. Und auch passend in dem Duft, weil es mir auch gut gefallen hat, die Handcreme. Habe ich auch noch mitgenommen. Einfach weil ich auch. Ja, riecht genauso. Weil ich einfach im Moment noch nicht so die Handcreme gefunden habe, die mir sehr gut gefällt. Deswegen gab es die. Dann habe ich. Die gibt es aber nicht mehr. Die hatte ich jetzt im Tauschticket, glaube ich, abgegrast. Und zwar die Pini di Roma Hand and Foot Cream. Die war gar nicht mehr voll, als ich die gekauft habe. Und. Habt ihr jetzt auch schon sehr gut benutzt. Und zwar, weil mich einfach interessiert hat, wie der riecht. Und im Moment ich so ein bisschen so diesen waldigen Pinienduft mag. Und finde die auch echt geil. Und zwar riecht die auch nach Pinien. Da gab es auch mal ein Duschgel. Das hätte ich, glaube ich, auch gern gehabt. Deswegen habe ich mir die noch gegönnt. Dann habe ich, da war ich auch neugierig drauf, das mal auszuprobieren, das Tangerine Dream Shower Gel bei einer Bestellung mit dazu geschenkt bekommen als Goodie. Und ja, ich war, wie gesagt, eh voll darauf gespannt, wie das so schnuppert. Und freue mich deswegen, dass ich es habe. Und das riecht so richtig schön nach Brause irgendwie. Orangenbrausestäbchen oder früher gab es noch diese Brausebärchen und so. Ich glaube, die gibt es sogar jetzt noch. So riecht das. Richtig schön brausig, spritzig. Tangerinen Dream. Ich weiß gar nicht so richtig, ob das jetzt ein Weihnachtsprodukt ist. Auf jeden Fall finde ich das auch irgendwie saugeil für einen Frühling oder Sommer. Macht einen schönen frischen. Heb ich mal hier für die Beduschung auf. Dann habe ich nachgekauft, weil ich den so gern mag, den Angel Face Toner. Diesmal aber in der XXL Bottle. 200 Milliliter. Ich habe die kleine 100er noch da, die geht so langsam zur Neige. Und ich mag das einfach. Das brennt nicht, das kann in die Augen kommen, das nimmt alles schön ab, das erfrischt, ohne zu frisch zu sein. Also, das ist genau mein Ding. Finde ich richtig geil. Gesichtswasser für
ölige Haut und Mischhaut und unreine Haut und normale Haut, also für jede Haut. Ich weiß es nicht, also finde ich wirklich cool. Kamillenwasser, Lavendelwasser, Teebaumwasser, Rosmarinöl, Thymianöl, Olibanumöl und Myrrheöl. Keine Ahnung. Viele tolle Sachen. Finde ich auf jeden Fall geil und auch auf den Geruch fahre ich ab. Ist ein bisschen öko-medizinisch, naturalisch, aber finde ich toll. Ich liebe den. Benutze ich super, super gerne. Dann habe ich noch ein Peeling, aber ein Salzpeeling. Das ist Standardsortiment. Das wollte ich einfach mal ausprobieren. Und zwar, hey, Mr. Saltman. Ich habe das genommen, weil das so riechen soll wie diese Mellow Yellow Soap und das ganze Gedönse. Und ich glaube auch meinen Lemon Demon, den ich so mag. Und da dachte ich mir, das könnte eine richtig geile Nummer werden. Ist ja auch farblich sehr schön, finde ich. Riecht aber in dem Peeling jetzt nicht so toll wie die Seife oder der Badetab. Also da gefällt es mir nicht so gut. Würde ich dann zwar wahrscheinlich wiederholen, es geht ja eigentlich um das Salz und um die Wirkung, aber wenn es einen anderen Geruch gäbe, würde ich mir da eventuell auch mal nach was anderem Ausschau halten. Dann habe ich mir noch einen Massageriegel gegönnt, damit pflege ich ja den Babybauch. Der braucht im Moment sehr viel Pflege. Und zwar ist das der Beach Bar. Finde ich hübsch. Riecht auch so leicht Zitrus. Mäßig sehr, sehr angenehm, stehe ich auch voll drauf. Und zu guter Letzt, und das war es dann auch nach fast 40 Minuten, habe ich noch einen Vanilla Queen Hautconditioner. Hautconditioner, Mädels, und das werde ich, wenn ich wirklich noch ein Schwangerschaftspflege-Nutzing-Favoriten-Video mache, auf jeden Fall mit erwähnen. Hautconditioner sparen dir so viel Arbeit. Du stehst unter der Dusche, du reibst dich mit den Dingern ein, duschst dich ab und bist fertig. Du musst danach nicht nochmal so viel ölen und schmieren und dich nochmal bücken und dies und das. Du bist dann einfach fertig und mega geil gepflegt und eingecremt. Und mit meinem heißgeliebten Vanilleduft. Pflegendes Vanillekipferl zum Duschen und Eincremen auf nasse Haut. Ja, Mädels, wer will denn das nicht? Find ich geil. Stehe ich drauf. Ist zwar ein bisschen mickerig, der kleine Kumpel, aber dementsprechend kostet er auch nur 5 Euro. Von daher finde ich das ganz toll. Ja, viel Gelaber, viel Zeug. Man wird jetzt denken, Mann, wie viel Zeug hat denn die Alte da gebunkert? Aber bitte kommt, seid nachlässig. Das war über 2 Monate oder so. Und allein 3 Produkte sind ja Backups. Kann man mir doch nicht übel nehmen. Hab ja wenig dekorative Schminke gekauft. Obwohl ich da noch ein bisschen meine Fühler ausstrecken muss. Und wie gesagt, da die 2 Farben von Zoeva sind nicht meins, aber die Quali ist geil. Wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen speziellen Produkten, immer her damit. Ihr wisst, ich stehe euch mit Rat und Tat immer zur Seite. Und ja, würde dann sagen, bevor das Ding hier den absoluten Zeitrahmen hier sprengt und ihr mir noch eine Stunde zuhören müsst, verabschiede ich mich mal und hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder zu sehen, was die Alte so alles bunkert und kauft. Wie gesagt, auch Rufus irgendwas, wenn ihr wollt, ich zeige euch alles und erkläre alles. Müsst ihr nur sagen. Bis ganz bald, ihr Süßen. Ciao!